Hallo ihr Lieben, willkommen in der nächsten Runde League of Legends. Ja, wir spielen eigentlich wieder mit Sarge und Frost. Ihr seht, der ist nicht im TS, aber er ist da, er kommt auch gleich wieder, er schreibt's ja. Ich bin voll aus der Rolle, das bringt aus der Rolle, wenn die Hälfte der Leute... Gut, nur Sarge und Frost mal wieder völlig aus der Reihe reiht. Aber wir haben den Pflaumen wieder mit dabei. Hallo. Man beachte, es ist wirklich aus der Anfrage aus der Community und schon spielen wir, ja nicht jeden Abend, aber naja. Wir haben schon viele Matches durch. So, Moment. Da gehen wir wieder weiter. Schlagen wir ein paar Köpfe ein. So. Ich alleine auf Top. Endlich. Ja, Sergeant Frost, da ist er endlich, der kleine Heckenpenner. Moin, Leute. Der mal wieder zu spät kommt. Alter, sonst stecke ich dir eine Bombe in die Hose. Ich hab schon eine Bombe in der Hose. Plan? Ich brauch keinen Plan. Guck mal, kam eine Bombe hin. Die? Und werf sie genau auf dich. Ich mag meine Gegner so wie meine Bomben. Kurz vorm Explodieren. Wow. Die ging daneben. Ja. Oh Mann. Brauch ich ja nicht zu sagen, wie die daneben gehen. Danke dir, Pflaumen. Ah, die hat die. Der David, Herr von Kingsplay. Saya, bitte. Ah, du hast Vladimir top, du hast oben eine schwere Lane, der wird immer dir ich das... Ich dachte, Vladimir kommt in die Mitte. Hatte ich nicht gedacht, nee. Weil Ezreal ist der Einzige, der... Weil die haben zwei AD-Carries. Ich dachte, Blitzcrank kommt in die Mitte. Nee. Es ist der einzige Supporter und somit wird der auch sehr wahrscheinlich dahin gehen. Man sieht nur auf diesen Gimp-Level 30 Spielen, sage ich jetzt mal. Wenn du keine Liga machst, dann siehst du solche Gimp-Runden. Wirklich, dass ein Blitz in der Mitte ist. Aber normal ist niemals da einer. Boah, schon mal Blitz in der Mitte spielt im Ranked-Game. Ging voll ab. Ja, aber das ist... gegen den kann ich jetzt gar nichts machen. Nee, weil der wird dir immer... Halt dich einfach immer zurück, versuch die Minions, also dass du EPs kriegst, also Erfahrungspunkte, ansonsten einfach zurückhalten. Der ist... Der countert dich, Punkt. Du kannst nichts machen. Gegen den Swishy. Mach dich locker. 1 gegen 1, wenn du aufgehen würdest. Ja, der Swishy sagst du nur noch. So, Swishy ist... Geil ist. Jetzt treffe ich mal meine Q, ich habe vorhin zwei Games gemacht, habe ich nie meine Bombe getroffen. Nervig. Weil der mit Six halt hauptsächlich eigentlich mit der Q den Schaden machst. Ich weiß. Du brauchst mir nicht die Charaktere erklären. Seid ihr böse gemeint, aber... Ich kenne sie blind. What the fuck? Hat er gerade noch 200 Leben. Hat er mich so schnell down bekommen? Hatte. Es ist Ezreal, Teleport, sein Q und dann noch der Rest. Er hat mir knapp 350 Schaden nur mit Autotext gemacht. Und du? So. Hast du wieder Schaden gemacht? Ja. Das Problem ist, es wird nicht besser, aber ich bin jetzt schon Level 4. Und sobald ich Level 6 bin oder irgendwie sowas, komme ich ganken. Allerdings, das Einzige, was du eigentlich machen könntest, ist, wenn du deinen W aktivierst, reinjumpst, Q machst und wieder raus. Genau, du könntest mit diesem Slice and Dice, also dieses Grüne da. Damit kannst du ja zerfetzen und wenn du das auf Minion machst, kannst du durch einspringen und das nochmal aktivieren. Du springst durch, stunst ihn mit deinem, ich glaube, W. Ah, W, genau. Und dann... Und die Q ist dieses Hin- und Herschlagen. Genau, und dann, also du springst rein, stunst ihn, diesen Q, dass du dich heilst da rundum. Und dann war es das. Und dann wieder zurückjumpen. Ja, ich versuch. Ja, versuch's einfach mal, wenn du stirbst. Dann ist es so. Also jetzt hast du so wenig Leben, jetzt würde ich es nicht tun. Erst wenn du wieder ein bisschen mehr hast oder so. Ich bin selbst so. Ich bin Full Life und er macht zwei Autotext und ich bin down. Was ist das denn für ein AD? Ist nicht AD, der ist AP, guck mal. Macht mir aber ziemlich viel AD-Schaden. AP. Alles ist ja AP bei ihm. Ja, komischerweise macht er mir mit Autotext mehr als mit seinen Fähigkeiten. Das sind seine Fähigkeiten, die skalieren mit AP und AD und AP mehr sogar. Also, je nach Fähigkeit. War nicht vor zu... Ah, ich bin gut. Kannst du oben auf der Top-Lane mal da hingehen? Von da kannst du ein Ward in diesen Busch reinsetzen. Du hast noch dein Ward ready, ne? Genau, dann da hingehen, an die Ecke, genau. Ah, nee,
Weil ich kann mich dann zu deinem Ward teleportieren. Ich versuche jetzt mal zu ganken. Bist noch nicht Level 6, ich auch nicht, aber ich lasse ihn einfach mal rankommen. Hat so lächerlich in der Mitte. Warum nicht so, so schnell? So, und jetzt. Und. Dann? Alter! What the hell, was macht ihr für ein Damage zusammen? Oh, shit! Shit! Hey, David, lass sein. Ja, ich weiß, aber der hat euch Rennigan jetzt noch einen Stun oder irgendwie was gebraucht. Warte mal, wenn ich jetzt vielleicht gleich mein Ulti schnell bekomme, kann ich so. Ja, pass auf. Ja, ja. Sieh schon, Lee Sin. Wer braucht Prügel? Kann man nicht die feste Kameraeinstellung mitmachen? Weiß ich nicht. Ulti kommt auf euch zu, aufpassen. Jojo. Ich bekomme auch kein Geld, also auch kein. Lol, wo bleibt die Ulti? Ja, alles gut, du bleib halt immer an den Minions dran, dass du trotzdem noch ein bisschen Leben kriegst, Erfahrungspunkte und so weiter. Der Lee jetzt weg? Ich hoffe, na, wir brauchen immer möglichst ein Ward da an dieser Stelle, also wenn du nachher wieder bereit hast. Ja. Ja, ich guck mal, ich muss endlich Level 6 werden, dann kann ich endlich mal super ganken. Noch bin ich zu low. Ich schreibe mal unten die Gankbot. Ich denke ja mal nicht, die spielen gut. Also, okay, wenn ich das so sehe. Ich bin schon wieder tot. Gar keine Chance gegen ihn. Dann einfach nichts riskieren, sicher spielen. Du weißt ja, wie es ist. Haben wir doch schon am Tower. Weiterhin, weiter. Da kann ich ja wohl schlecht gehen. Shit. Na, Wladimir. Ja, Vorsicht, seine ultimative Fähigkeit. Geh einfach mal zurück. Wenn der Turm weg ist, ist der Turm weg. Dann ist das eben so. Geh einfach zurück zur Basis, teleportier dich. Und dann ist ja, mit 800 könnte ich mir die Vampirknien kaufen. Ja. Fehlt mir noch ein. Ist halt dadurch, dass ihm. Ist nun mal so, müssen wir zu erklären, wer sagt, was macht ihr da? Er hat halt noch nicht die massige Erfahrung wie tausend andere Gamer. Das muss man einfach mal einsehen und Verständnis dafür haben. Meine Frage, wann ist eigentlich Ezreal ein Midlaner? Er ist kein Midlaner. Ah, wieso ist er denn ziemlich OP in der Mitte? Komm einfach überhaupt nicht an ihn ran. Wow. Das war knapp. War sehr knapp. Ja, muss man auch mal machen. Wenn es funktioniert. Ja, ich habe einen Heiltrank vorher noch eingeworfen und einfach gebetet. Ist er low gebetet. Oder ist er low, sodass ich mit meiner Ulti töten könnte? Nein, er ist schon tot. Ich habe mal gekriegt. Nur unter welchen Umständen, muss ich mal so sagen. Das war für mich war das enorm knapp. Wie bekomme ich den nächsten Blue? Also den? Achso, nachher. Okay. Entschuldigung. Das war in dem Moment. Zu spät. Ich war in der Mitte ganken, komm. Ich bin halb down nach dem Gangtop. Moment. Ich geh mal zurück. Ah, jetzt habe ich einen. Spring weg, wenn du das kannst, mit diesem Wegdrehen da. Ja, mit deinem Q, mit deinem R. Alter, ich hab Legs. Oh Mann. Ein Gegner wurde getötet. Aber gut, aber einfach nicht gestorben. Jetzt haben die da gewardet, siehst du, da ist so ein dauerhafter Ward. Das heißt, man muss erst hingehen und den dann wegkillen. Ich mich jetzt von hinten holen. Naja, Lisa wird wahrscheinlich von da kommen. Vorsichtig, weg, da geh ich schön an deinen Turm. Geh da an deinen Turm, da an deinen Turm ran. Manchmal muss man eben für etwas Durchzug sorgen. Oder will mich counter-jungeln, die blöde Sau. Also meinen Jungle nehmen oder mich erwischen im Jungle, das würde er vielleicht auch. Okay, mein Ulti ist gerade gefailt. Ich habe mein Ulti bereit, aber du bist nicht gerade voll, das ist natürlich doof. Im Jungle sieht er mich. Ich kann nicht rein. Lass ihn kommen. Ich muss ihn nur halbwegs in meinem Radius haben und dann kann ich ihn anjumpen mit meinem Ulti. Mein Ulti. Fall. Oh, unterm Tower. Unterm Tower. So, schnell weg mit dir, oder du heilst dich. Ja. Was war das? Das war seine Ulti, die macht erst einmal Schaden und nachdem
paar Sekunden vorbeilaufen, noch ungefähr mal so. Ja, aber der war ja doch schon tot, oder? Ja, aber die Ulti läuft ja auf dir weiter. Ungefähr ja, so wie die Z-Ulti, oder? Das ist wie ein Dot, das ist ja... Das ist ah, okay. Ja, so wie die Z-Ulti, machst du die und ja. Zwei, drei Sekunden später explodiert das. Ja, ja, aber wie ja. Ja. Ich weiß nicht, heute farm ich grottenschlecht. Dann ist es doch mal eigentlich ganz gut, dass man mal einen Gegner hat, der schwerer ist, damit man lernt. Ich finde es immer super. Nur dadurch bin ich halbwegs tüffig geworden oder halbwegs ja, aber nur weil ich so auf die Fresse bekomme, habe ich dann gar keinen Bock mehr auf das. Da habe ich auch keinen Bock mehr auf das Spiel. Ja, weißt, dann entweder hast an zu trollen oder ich. Ja, dann verlierst du halt mal ein Spiel und dann ist das so. Guck mal, der macht zwei an. Der macht zwei Autos und ich bin hart. Ah. Naja, das wird nichts. Ach, zieh das rein, Alter. Zieh dir den Schaden rein. Ja. Er kann auch völlig frei farmen, ist ja logisch. Was soll er anderes tun? So, was soll ich jetzt machen? Ich kann gerade gar nichts. Ja, dein Turm ist weg. Jetzt würde ich halt immer mal ein paar Minions holen gehen und tierisch vorsichtig sein. Ja, der kommt hoch. Weg da, weg da, weg da, weg da. Alter. So use, dass manche keinen Bock. Du feedest die Mitte ganz schön. Ja. Soll ich noch machen? Und die Botlane verkackt auch gerade wunderbar. Mitten im Bild. Super. Oh, ja. Mach zwei Qs und ich bin tot. Da kann ich überhaupt nichts gegen machen. Ich stehe am Tower. Nicht jedes Game ist gleich. Mal verliert man, mein Gott. Das ist ärgerlich. Was dazu kommt, ich habe gerade Ping die ganze Zeit von 100. Ja, ja, ja. Du hast noch einen schlechten Tag. Gekackt hast du heute auch noch nicht. Mittag gegessen, ganz vergessen. Jetzt ist. Dann kommen all die Gründe. Wenn man gewinnt, dann sagt man, obwohl ich noch nicht gegessen habe und obwohl ich noch nicht kacken war, war ich so gut. Mann. Dieses Board. So, ich warde dir mal, dass du hier mal schön siehst, was im Busch passiert oder eben doch nicht. So, dann gucken wir mal, dass wir die Mitte kriegen. Ja, der macht einmal Teleport und dann bin ich wieder weg. Ah, shit. Ja. Kam zu spät. Zu spät. Ne, brauchst nicht mehr hin, mein Ding. Das war zu spät. Was macht denn die Botlane da? Jetzt habe ich das voll auf Video. Sorry, falls ihr beiden zugucken das seht. Ich fleme ungern. Aber das war der größte Bullshit seit langem. Eine Blitzcrank zieht den anderen Blitzcrank ran und keiner weiß, wer auf ihn er gehen soll. Also, das war eben wirklich ein Anblick für die Götter. Falls einer die Ritter der Kokos ist. Ja, ja, ich. Was ich scheiße finde an Six ist halt mit der Bombe, dass sie öfters aufkommt. Das macht es schwieriger, die zu treffen. Jetzt. Ja, aber du kannst ja auch direkt treffen. Hier, wo bist du? Ja, du musst aber im bestimmten Radius sein. Was? Ah. Oh mein Gott, sorry. Ja. Hier, wo gehst du hin? Das ist nicht dein Ernst, das ist nicht dein Ernst. Oh, Mann! Okay, ja, pass auf, mit das weg. Ja. Kann ja sein, dass du in Ezreal um die Ecke gesprungen kommst. Tut mir leid. Geh ruf. Wenn ihr den... Ah, jetzt hat er keinen Zug. Jetzt kann er nicht mehr ziehen. Jetzt hat er so einen hohen Cooldown. Jetzt springt er weg. Ja. Jetzt, ja! Da! Alter, stealt er sich noch den... Das war kein Stil, das war Hauptsache ist er tot, weil ein Teleport, der will wieder weg. Du bist so schnell da gewesen, ich habe gerade auf die Karte gesehen. Richtig, und deswegen, das ist etwas, was man über Wochen und Monate lernen muss, die Karte blind zu beherrschen, zu sehen, wann, wie, wo, was, wer, wann, warum. Eine Frage, wie dein Blue? Was macht der denn da, ey? Das ist ein Witz. Oh mein Gott, die Ulti hat gefailt. Verdammt. War aber auch ein Grab für die Götter. Oh, was macht der Blitzcrank? Wer braucht Flügel?
Geranda, ich kann nicht mehr, ich bin so down. Ja, ich kann auch nichts mehr. Kommt eh weg. Warum kommst du nicht statt hier durch, gleich da durch? Ich bin noch durch hier gekommen. So, nee, ja, nee. Ah, wie wär's mit dem Blue Buff? Manchmal muss man eben etwas durchzuziehen. Ah, nee, GB, du hast kein Leben mehr. Ich hole mir bloß noch die Minions hier schnell. Damit ich meine Granate, wie gesagt, meine Flare hochstecken kann. Um möglichst schnell mehr Schaden zu machen. Einfach viel, viel mehr Damage. Ja, aber ich meine, du bist Zix. Der Range-Charakter schlechthin. Oh. Ja, vor Vladimir sollten wir uns achten, der ist der Einzige, der wirklich gut ist, also... Und der jetzt auch schon... 2 Kills hat. Tristana 8 Kills, Bot? Ja, SW4. Ich sehe gerade, die Botlane hat ja total... Die hat ja 8 Kills, die ist... Also... Wenn du dich entschuldigen musst, auf gar keinen Fall, die Botlane muss sich entschuldigen. Du hast das ja alles gut gemacht, du hast dich nicht... Ich bin so gerne töten, aber 3 Level ist halt einfach... Und 3 Level über dir... Ja, dann ist noch Lee Sin dazu. Ja, Lee Sin, das ist... Okay, obwohl Lee Sin ist, eigentlich, der hält nicht viel aus. Er ist im Late Game zwar ziemlich stark, aber... Na, zurück, zurück, zurück. Ja, komm, lauf rein! Ah, du, oh, Alter, das gibt's doch nicht. Boah. Ey, komm, wie viel Schaden macht denn die Ulti? Ulti kommt zu euch. Ja, kommt ja zu euch. Ich sehe schon. Hau ihn um. Jetzt noch einen Hit. Ja, jetzt. Sauber. Wow. Oh, fuck. Schnell, dass du Leben regenerierst, genau. Und dann aber auch zusehen, dass du da wegkommst. Jetzt einfach teleportieren und dann ist gut. Tristana, die sind alle weit weg. Du kannst, ja, in Ruhe. Was? Ich hab ihn bekommen. Oh mein Gott. Ich hab einmal in meinem Leben den SW geholt. Glückwunsch. Ich muss halt voll auf Tanky gehen, weil der Blitzcrank und Dings, die haben gefeedet. Ja, und die bringen gerade den Feed mit zu mir. Ja. Das Problem bei mir ist gerade, ich habe kein Gold, ich kann mir nichts kaufen, was mir irgendwie weiterhelfen kann. Ich kann jetzt. Goddamn, Alter, was machen die denn? Geh da mal rein, Alter, wie wenig spielt. Oh, jetzt hätte. Oh mein. Wow. Uli. Aber mit so einem bekackten Glück spielen die schon die ganze Zeit. Das muss man sich. Ich hab grad den Esri geholt, man, das war mehr als Lebensglück, dass er gerade seine erste Q gefehlt hat. Ah. Nee, weg, das ist, Aber warum bleibt der Draven nicht dran? Der ist Fernkampf, ey, das ist... Wow. Ja. Ah, so schön, müssen auf die Eier gehen. Oh, wie viel Schaden macht der mit einem Eimer saugen? Ja, eben. Der hat schon Kills bekommen. Hol dir, komm, wir holen dir schnell blau. Wohl, die sehen, dass du. Ja. Ach so. Ja, ich hab Esri getötet, aber. Alter, dieser Grab von Game. Geh doch weg! Was willst du? Das gibt's nicht. Diese Grabs von dem Typen. Auf S. Ey, ich bin halb down, das hat keinen Sinn. Alice, ich kann halt die Kühe spammen und die macht ziemlich viel Schaden, wenn ich sie treffe. Weg, einfach weg. Ich bin tot. Ey, ich kann nicht. Mit dem nicht. Alter, der macht mir 400 Schaden mit dem Explodieren am Ende, Mann. Das ist zu. Mann. Ah, das ist der Vladimir, der holt uns alle easy. Zieh mal rein, der ist 4 Level über den. Ich wollte, die holen ihn jetzt zu zweit. Gut. Anstatt der ausweicht, ich meine, der sieht doch, dass er den Ulti macht. Da weicht man aus, Augen auf im Verkehr. Ich stelle mich da auch nicht vom Bus. Oh, den habe ich gar nicht kommen sehen. So, wenigstens ein bisschen was aufhalten können. Ja, wow, toll, super. Aber was soll ich denn sonst machen? Nein, ich meine mich. Ich rede, Alter, du fühlst dich immer angesprochen über jeden Scheiß. Lass es doch bleiben, ey. Ma! Das muss ich sagen, nervt einfach. Das ist so...
Ich ärgere mich über diese Botlane. Für die Toplane hast du alles rundum gut gemacht. Du bist zurückgegangen, du hast nicht gefeedet. Das ist es ja. Und das, du hast 2 Kills, 3 Assists und nur 3-mal verreckt. Ich bin sogar einmal mehr verreckt jetzt insgesamt. Das hast du ja gut gemacht, aber diese Botlane regt mich so tierisch auf. Oh, Premade, in der Auswahl schon. Bot, Premade, yeah, dicke Eier. Und ja, das ist so. Schon, wenn man schon die Lane spielen will, dann sollte man auch einen Charakter haben, der man. Richtig. Ich meine, du hattest leider wirklich Zwang. Ja, du hattest Zwangswahl, so blöd es klingt, aber ist ja nun mal so. Das war halt scheiße. Aber trotzdem machst du es dafür ganz gut. Du hältst ja. Ulti. Naja. Aufpassen, die kommt zu euch. Ja, die kommt zu euch. Komm aber mal hoch. Wenn du auch da bist, ist es gut, dann kommen wir dir entgegen. Ich hab dir nicht am Arsch. Deswegen gerne. So, Mobile Hop. Mal B. Bing. Achso, geh ruhig im Jungle, hol dir auch ein paar Minions. Ne? Ich bin ja eigentlich der Jungle, du darfst ruhig. Ich dachte, nee, ja, ich alles gut. Dein Gebiet zu Tristana. Ja, wenn das Spiel schon so weit fortgeschritten ist. Genau, nimm dir mal den Großen gleich hier, der hat schön viel Gold. Jetzt, nimm ihn dir mal. Hier, genau, zack. Ich komm mal runter. Ich hab den Kill. Boah, man. Sorry, das war Kais. Ah, weg. Weg, genau, gerade so, super. Ast rein. Das war kein KS. Jeder Treffer ist gut. Wir können eine Chance. Wir haben eine Chance aufzugeben. Nein. Lol. Die Primates wollen aufgeben. Guck mal, der ändert auch sogar Nein gedrückt von den Primates. Ja, sorry, das ist ein Witz. Die wollten nur mal gucken, ob wir auch aufgeben wollen. Vladimir jagt nur mich, deswegen. Hey, geh weg. Ja, geh weg. Ich bin schon weg. Hat er gerade Flaum. Bin ich nicht mal angesprochen. Ich hatte kein Leben mehr, somit. Ich bin reingejumpt, hatte kein Leben mehr, damit dachte ich jetzt mal ausnahmsweise wirklich, dass ich gemeint bin. Alter, wie. Die diese Ulti, Alter, die ist so nudig, okay, Mann. Hier, unser Tower wird gerade angegriffen. Wäre sehr hilfreich. Ja. Das Spiel ist doch eh verloren. Ja, dann lass den Tower kaputt machen, wenn es eh verloren ist. Lassen wir den wenigstens einmal stehen, dass er sich regeneriert, aber im Grunde, das Game ist shitted. Lass dir den Minions mal. Ach, geh zurück, der stirbt noch, oh mein Gott, der stirbt noch. Ah, GG. Sorry, da muss ich jetzt mal ein bisschen flamen an den anderen, weil das ist echt, das ist die Art und Weise, also ich muss sagen, dafür, dass du Vanek nicht beherrschst, du siehst wenigstens, wann du dein Ulti machen musst, um mehr Leben zu kriegen, um mehr durchzuhalten und du rennst weg mit deinem Jump und stunst. Aber die sind wirklich so blind, guck mal, so blind. Ja, die haben sogar 2 Vorteile gehabt. Ich konnte gegen Vladimir nichts machen, ist schon mal ein Vorteil, und die wurden immer getötet, also wurden 3 Champions eigentlich gepusht. Deswegen, das ist so. Dann. Die feeden die durch und durch. Ja, da bin ich jetzt sogar noch. Wurde ich aber schon ordentlich. Die 8 ist nicht nur die. Achso, die Minions lasse ich dir mal, Entschuldigung. Jetzt bin ich so ein bisschen Gold noch hinterher. Ja, mit was rennst du eigentlich? Ich renn da mit. Ja, dem kostenlosen Programm Avidemux. So geil das klingt. Damit rende ich. Ich werde aber demnächst irgendwann jetzt mal umsteigen. Ich werde mal ein wenig umspielen. Ich empfehle dir Camtasia Studio 8. Nö, nein. Das brauchst du mir nicht empfehlen.
Das kenne ich, weiß ich, und das ist die also Wahrheit. Als ich das mal noch gemacht habe, war das eigentlich relativ... Ich fand das eigentlich gut. Ja, für gewisse Zwecke okay, aber... Was macht der bei mir immer? Ich war voll tot. Der war kein... Ich verstehe das nicht. Ich sehe nicht mal, was der gerade an mir gemacht hat, weil das so schnell ging. Na, Alter, wollte gerade sagen, nee. So schnell down, das ist so gelaufen. Das ist, guck mal, der Tower, der ist easy, Mann. Ah, Vladimir ist auch ein starker Champ, musst du sagen. Aufgegeben.